Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreni und ich habe ein spannendes Thema für dich, also dranbleiben. Ja, wie schaust denn du aus? Ich weiß jetzt nicht, ob es das in Deutschland auch so gibt, aber wie kommst denn du daher? Aber das ist in Österreich so ein ganz beliebter Spruch. Ja, wie schaust denn du heute aus? Oder du schaust gar nicht aus wie. Und wenn ich jedes Mal 100 Euro kriegen würde für den Satz, du schaust gar nicht aus wie ein Energetiker, du bist Energetiker, du schaust gar nicht so aus, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon reich. Ehrlich gesagt, Ich kenne genug Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich hat sich da ein gewisses Bild im kollektiven Bewusstsein festgesetzt, nämlich, dass man da ein bisschen erhöht, esoterisch, ein bisschen schwebend ist, ein bisschen sanftmütig womöglich ist oder so ganz heilig herumtut. Und offensichtlich entspreche ich diesem Bild nicht, was mich freut. Ja, aber wenn ich nicht ausschaue wie ein Energetiker, bin ich dann überhaupt Energetiker? Das ist die Frage. Also was bin ich denn? Und ich persönlich sehe mich ja gar nicht so als Energetiker. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Astrologe, ich bin Energetiker, ja wunderbar. Ich kann aber auch sagen, ich bin Autor, ich bin Produzent, ich bin Musical, ich schreibe Musicals, ich bin Fotograf, also ich bin mehrere Sachen. Ich bin genauso Bruder und Sohn und so weiter. Ich bin Vater. Also es gibt da mehrere Persönlichkeiten in mir, die ich gar nicht so vereinen möchte, sondern die alle da ihren Platz haben. Und die haben deshalb Platz, weil ich persönlich so gestrickt bin, dass ich beruflich relativ breit gefächert aufgestellt bin. Das sieht man dann auch in meinem Horoskop, wo ich sage, okay, da zielt eigentlich alles so nach raus, in die Öffentlichkeit, raus, in dieses Arbeitshaus. Ich bin also weniger jetzt so dual, dass ich sage, okay, das ist jetzt immer so die große Partnerschaft, ewige Partnerschaft, ist jetzt nicht unbedingt hundertprozentig mein Plan, sondern es geht relativ viel in dieses, was tue ich denn, wie werde ich tätig und wie werde ich eigentlich auch so bestimmend nach außen hin. Das heißt, was sehen denn andere von mir? Denn wenn du jetzt dieses Video hörst, dann ist das natürlich erstens einmal mein Influencer-Anteil, bitte sehr, ja, habe ich auch noch, glaubt man gar nicht. Aber dann tritt ja da was für dich in Erscheinung und ist ja auch auf eine Art, okay, bestimmend für dich. Nicht jetzt, dass ich über dich bestimme, aber da sieht man dann natürlich etwas und das ist ja dann da und vielleicht merkst du dir auch was davon. Und das habe ich halt eben so drinnen stehen, so im Berufshaus. Und was ich sagen möchte, ist jetzt einfach nicht, dass ich mit nichts ganz zufrieden bin, darum mache ich so viel, sondern eigentlich habe ich an allem eine Wahnsinnsfreude und ich habe eine Freude am Tun. Und deshalb sehe ich auch diese ganzen Betätigungen, ich bin da der Energetiker, ich bin da der Fotograf, ich bin da der Autor, ich bin das und das, ich sehe das jetzt gar nicht so als Beruf, sondern eigentlich als eine ganz selbstverständliche Tätigkeit. Und die kommt aus mir raus und ich kann das Gott sei Dank aus meinem Bauch heraus machen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ist ja groß genug der Bauch, dann Chapeau. Ich weiß, aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, ich habe immer nur Dinge gemacht aus der Freude raus. Und ich war immer mit diesen Dingen erfolgreich. Nicht jetzt die Millionen am Konto, sondern erfolgreich insofern, dass ich sage, ich war erfüllt, ich war glücklich und ich komme natürlich auch immer über die Runden mit der Sache. Und deshalb dieses, wie schaust du denn aus? Du bist das oder du bist das? Da würde ich dich dazu einladen, bring deine eigenen Konzepte ein bisschen raus. Auch gerade beruflich, wenn man sagt, ich bin halt das und ich kann nur das machen, weil ich das mal gelernt habe, vergiss es, du kannst jederzeit etwas Neues machen. Du kannst jederzeit dein Leben um eine neue Nuance heller machen oder spannender machen oder etwas Neues aufbauen. Also du hör nicht auf zu lernen, dich weiterzuentwickeln und mehr zu machen. Und lass dich nicht einschränken von dem, was du bist, denn letzten Endes sind wir alle Unendlichkeit und wir können diese unendlichen Farben natürlich auch zum Ausdruck bringen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es nicht so heißt, wie schaust denn du aus, sondern dass man sich fragt,
wieso schaut denn der so aus und wie funktioniert denn das? Und dann, glaube ich, hast du schon was richtig gemacht und bist definitiv nach meinen Maßstäben am richtigen Dampfer. Also vergiss die Freude nicht. Und deshalb mache ich auch so viele unterschiedliche Sachen. Und ich bin erfolgreich damit, weil ich Freude dran habe, nicht weil ich ein Genie bin. Obwohl, vielleicht liegt es ja auch an dem. Okay, genug von meiner Influencer-Personality heute hier auf YouTube. Ich bin Oliver Ereni. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Lass mir einen Daumen hoch da, teile es, abonniere meinen Kanal. Die Community wächst und das ist richtig, richtig cool. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht bei einem persönlichen Termin, vielleicht hier auf YouTube. Eine gute Zeit, hab Freude und genieße es. Alles Liebe aus Linz. Tschüss.